FM Media wird Ihnen präsentiert von Autohaus Tosch Luckau. Man fährt drauf ab und kommt gut an. Spreewald und Kahnfahren gehören zusammen wie Himmel und Erde. Touristen und Einheimische wissen inzwischen neben den ganz traditionellen Kahnfahrten auch besondere Angebote zu schätzen. Ob nun die Nachtwächterrunden oder die äußerst beliebten Kahnnächte. Seit wenigen Jahren gehören auch die Literaturfahrten zu den Programmen Auf den Fliesen, organisiert von der TKS Lübben. Spreewald-Kriminalgeschichten sind die Passion von Michael Klein. Eigentlich ist er in Nordrhein-Westfalen zu Hause, was an seiner Sprache deutlich zu hören ist. Aber er hat vor mehr als einem Jahrzehnt die Lagunenlandschaft für sich und seine Familie entdeckt. In den vielen Spreewaldmonaten entstanden aus der Feder des Autoren Michael Klein inzwischen 8 Krimis. Der letzte mit dem Titel Doppelkopf. Und daraus las er den Kahnbesatzungen vor. Immer gewürzt mit kleinen Anekdoten am Rande. Zum Programm heute folgendes: Wir machen 3 Stopps. Und ich habe ein bisschen Programm vorbereitet. Aber es wäre auch sehr schön, wenn Sie vielleicht irgendwelche Fragen hätten zum Spreewald, zu den Krimis. Ich beantworte sowas gerne, da muss ich nicht das ganze Programm da. Den Stoff für seine Krimis bezieht Michael Klein aus seinen eigenen intensiven Beobachtungen des Lebens im Spreewald. Wachtmeisterin Noack steht vor einem Rätsel. Warum keine Mauer im Spreewald? Zweitens, wer ist der mysteriöse Walter U? Drittens, wie kam Oma Konzak 1961 an eine Handtasche von Gucci? Sicher sind ihm sein Hauptwachtmeister Minkner oder Kommissar Gieselbach sowie all die anderen Figuren irgendwann im wahren Leben begegnet. Nur hießen sie halt anders. Der Junge hatte immer Pech. Buchan Dieter blickte auf die Leiche zu seinen Füßen und schüttelte den Kopf, schon in der Kita. Alle Kinder haben ganz normal geschaukelt, Paul hat sich sofort mit dem Ding überschlagen, ab in die Brombeeren und dann 2 Monate Krankenhaus. Schlüsselbein, Jochbein, Schnabeltasse. Die Nummer heute musste einfach passieren, früher oder später. Paul Konzak lag flach in seiner Hofeinfahrt. Im Kreuz den linken Hinterreifen seines eigenen Treckers. Magirus Deutz Modell Yeti, Leergewicht 4,5 Tonnen. Der Notarzt konnte nur noch den Kopf schütteln. In äußerst unterhaltsamer Weise verkörperte Michael Klein seine Krimi-Gestalten. Aber die beste Nummer war die mit Mathilde. Lehmann grinste und Buchan nickte. Das absolute Sahnetörtchen. Wer ist Mathilde? Pauls erste Freundin. Eines Tages, die alten Konzaks waren unterwegs, da erschien Mathilde. Die lässt sich von Paul überröden und schon geht's mitten in der Küche zur Sache. Gut, die Eckbank war massiv, aber plötzlich steht Mama im Raum, stinksauer und mit Regenschirm. Der erste Haltepunkt war absolviert. Und die Touris, wie sie Michael Klein liebevoll in seiner Begrüßung tituliert hatte, zeigten sich begeistert. Neugierig geworden auf die nächste Lesepassage, widmeten sich die Gäste auf den 3 Kähnen jetzt der kleinen Pause bei einem Bier oder Likörchen, das die 4 Männer immer parat haben. Bei der Fahrtstrecke, diesmal mit Motorunterstützung, kühlte der Fahrtwind, denn der Sommernachmittag meinte es temperaturseitig recht gut. Entlang der Naturbadestelle und der beliebten Lübbener Jugendherberge steuerten die Kähne auf die 2. Station zu. Mit Bedacht lenkten die Fährmänner die Kähne in die Bucht. Und Michael Klein präsentierte sich für diesen Teil mit einem weiteren Talent. Als exzellenter Stimmenimitator des unvergessenen Literaturkritikers Marcel Reich. Literaturbanaufen hier im Spreewald. Wir kommen nun zum größten Kriminalfall der deutschen Literatur. Es handelt sich dabei um eine Dreiecksgeschichte zwischen 2 Personen. Eines Abends sagte die Mutter: Lieber Mann, unsere Kinder, Hänsel und Gretel, benehmen sich inzwischen wie 2 offene Schließmuskeln. Wir sollten sie irgendwo zwischen Altzauche und Wusswerk aussetzen. Und so geschah es. 1,5 Stunden Erholung auf dem Wasser und amüsierte Spannung beim Zuhören waren wie im Fluge vorbei. Und es hieß, auf dem letzten Platz zu ankern. Erneut zitierte Michael Klein Abschnitte aus dem Doppelkopf, um dann mit einem flotten Spruch
die Leserunde zu beenden. Hier ruht mein Weib, so ist es Brauch. Jetzt hat sie Ruhe und ich auch. Danke. Ja. Die Gäste der Literaturkahnfahrt begaben sich auf die Rücktour und erlebten noch einmal nette Eindrücke am Wegesrand. Indes zückten schon einige ihre Geldbörse, wollten sie doch mit dem 8. Krimiband ihre Sammlung vervollständigen oder ein Einzelstück erwerben. Künstlerpech, Schwarzes Eis, Schnitzelkrieg oder Blindfische, so einige Titel der anderen Bücher. Michael Klein hat schon zwei weitere Spreewald-Krimis im Kopf. Stoff gibt es genug, sagt er. Man darf also schon jetzt gespannt sein auf Band 9 und 10. In spätestens 2 Jahren im Heimatverlag Lübben und bei der DKS sind die Bücher erhältlich. Ja, wenn es Spaß gemacht hat, ist die Hauptsache. Und wenigstens einer mit kurzen Hosen, der sich traut.